I'm Sven, the press officer from BVB, and now we would switch to German language. Thanks for your understanding and ja, auch nochmal an die deutschen Kollegen, herzliches Willkommen und eure Fragen jetzt auf Deutsch. Jürgen? Sehr gut. Ja, hallo zusammen. Marco Reus hat Anfang Juli bekannt gegeben, dass er die Kapitänsbinde abgeben will nach 5 Jahren, in denen er diese Rolle übernommen hat. Da hieß es, wir werden in den nächsten Wochen besprechen und entscheiden, wer sein Nachfolger werden kann. Deswegen die Frage, gibt es da schon einen neuen Stand? Ist eine Entscheidung gefallen und wer wird der Nachfolger sein? Ja, gut, dass du fragst. Ja, wir haben einen Nachfolger für Marco gefunden, aber bevor ich den bekannt gebe, möchte ich einmal mich auch nochmal ausdrücklich bei Marco bedanken, weil ich glaube, es zeigt nicht nur Größe und Stärke, sondern dass ihm halt auch das Team sehr am Herzen liegt. Und für all das, was er für uns als Kapitän getan hat, wollen wir ihm vom Herzen danken. Aber wir wissen, dass sein Weg noch lange nicht vorbei ist und dass er auch weiter nicht nur als Spieler auf dem Feld, sondern auch neben dem Feld für uns als Team und besonders für mich als Trainer ein wichtiger Ansprechpartner bleiben wird. Und gleichzeitig kann ich euch dann auch mitteilen, dass der neue Kapitän gerade hier neben mir sitzt. Also Emre ist der neue Kapitän von unserer Mannschaft und haben auch einen Stellvertreter. Dann können wir sofort die Geschichte abschließen vielleicht. Unser stellvertretender Kapitän wird Gregor Kobel. Und wir werden dann auch noch mit Niklas Süle unseren dritten Kapitän bekannt geben. Und dann haben wir noch neben den drei Kapitänen einen Mannschaftsrat, der weiterhin mit Marco, also Marco bleibt weiterhin im Mannschaftsrat bestehen. Zusätzlich kommt noch Sebastian Haller und Julian Brandt mit dazu, sodass wir einen Mannschaftsrat von 6 Spielern haben. Und als Kapitän wird nächste Saison Emre Can uns aufs Feld führen. Kevin, gerne die Anschlussfrage. Ja, dann würde ich die Frage eigentlich direkt weitergeben an dich, Emre. Was bedeutet das für dich jetzt, dieses Amt auszuführen? Ja, extrem viel. Es macht mich unheimlich stolz, für so einen großen Club Kapitän zu sein und die Mannschaft jetzt auf den Platz zu führen. Und ja, ich bin auch dem Verein sehr dankbar. Edin, Sebastian, Aki und dass sie mir das Vertrauen schenken. Ich werde versuchen, dass wir mit Stolz und mit Ehre zu befüllen und ich werde auch eigentlich, ich habe es auch Edin schon vorhin gesagt, ich werde einfach versuchen, so weiterzumachen. Ich werde nicht versuchen, mich großartig zu verändern und ich weiß auch, dass ich das nicht alleine kann. Ich brauche die Unterstützung von den zweiten, dritten Kapitän, von dem Mannschaftsrat, vom Trainer, vom Verein und dann werde ich, glaube ich, hoffentlich einen guten Job erfüllen. Weitere Fragen? Noch nicht. Gibt es noch Fragen? Ja, sonst mache ich weiter. Marlon? Edin, vielleicht nochmal zur Entscheidung. Was genau hat für dich die entscheidende Rolle gespielt, sich so zu entscheiden für Emre? Also was waren so die Punkte, die dir besonders wichtig waren? Also erstens, es ist nicht meine alleinige Entscheidung, sondern wir haben diese Entscheidung zusammen mit Sebastian Kehl und mit Hans-Joachim Watzke getroffen. Aber ich meine, ihr habt Emre in den letzten Jahren auch kennengelernt. Ihr habt jetzt vor allen Dingen auch seine Entwicklung in den letzten Monaten innerhalb unserer Mannschaft erlebt und auch wie er sich in der Nationalmannschaft empfohlen hat für Verantwortung. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man vieles mitbringt, um Verantwortung übernehmen zu wollen. Und das hat Emre. Emre ist einfach ein geborener Siegertyp. Er ist jemand, der gerne Verantwortung übernimmt und auch spürt und mit dieser Situation halt vertraut ist. Dazu kommt neben den Leistungen auf dem Platz natürlich auch einen gewissen Erfahrungsschatz, den Emre mitgebracht hat durch seine vorherigen Stationen. Er hat bei großen Vereinen unter großen Trainern spielen dürfen und was noch viel wichtiger ist vielleicht, er hat als Spieler sehr viele andere Kapitäne kennengelernt. Und ich glaube, er ist nicht nur jetzt in den letzten Monaten gereift und bei uns so richtig angekommen, sondern halt auch über die letzten Jahre hinweg. Und in jedem Gespräch, das ich mit Emre führe, wo wir uns sehr offen und ehrlich immer wieder austauschen und Dinge anschieben,
hatten wir das Gefühl, dass er der Richtige ist, um jetzt diese Lücke, die Marco hinterlässt, auszufüllen. Aber was mir sehr wichtig ist, ich glaube, das wird häufig dann reduziert auf diese Kapitänsbinde und vielleicht auf die Entscheidung, die dann getroffen wird. Wir haben es der Mannschaft auch gesagt, was wir erwarten von uns, nicht nur, weil wir das BVB-Logo tragen, sondern weil wir im Profisport unterwegs sind, dass jeder die Verantwortung für alles verspürt. Wir möchten, dass jeder Verantwortung übernimmt für alles. Das fängt in erster Linie damit an, dass jeder die Verantwortung verspürt, jeden Tag besser werden zu wollen. Weil wenn wir es schaffen, dass jeder jeden Tag besser wird, werden wir als Mannschaft jeden Tag besser. Und das Zweite ist, wenn jeder dann die Verantwortung spürt, dass das Team ein Tor erzielen soll und dass das Team kein Tor kassieren soll, dann sind wir auf einem richtig guten Weg, erfolgreich zu werden. Und trotzdem ist es natürlich auch wichtig, dass es ein paar Jungs gibt, die uns dann dabei helfen, diese Mannschaft, die manchmal sehr anstrengend sein kann, dabei zu unterstützen, sie in die richtige Richtung zu lenken, in die richtige Richtung zu schieben. Und wenn ein Trainer dann von vorne die Gruppe anzieht, dann muss es immer Leute geben von hinten, die dann schieben oder halt andersrum. Und da ist Emre genauso wie all die anderen Jungs gefragt, also nicht nur die Jungs, die im Mannschaftsrat sind, sondern auch unsere ehemaligen beiden Kapitäne wie Marco Reus oder jetzt Mats Hummels, dass wir diese Gruppe weiterhin dahin kriegen, dass wir noch mehr Verantwortung für alles übernehmen, was wir tun, wenn wir das BVB-Trikot tragen. Und deshalb sind wir sehr glücklich mit der Entscheidung, Emre als neuen Kapitän begrüßen zu dürfen. Herr Emre, noch einmal an dich die Frage, du spielst schon länger für Borussia Dortmund, aber in dem letzten halben Jahr ist was passiert. Jetzt hast du im Sommer deinen Vertrag verlängert, jetzt bist du Kapitän. Was war der Schlüssel zu dieser positiven Entwicklung in den letzten Monaten? Ich glaube, es gab jetzt nicht einen Schlüssel dafür. Ich glaube, es war mein Mindset. Ich glaube, ich habe vieles geändert, was das angeht. Ich habe zu viel gemeckert. Ich habe über den Trainer viel gemeckert. Vor dem halben Jahr, wie man gesagt, andere waren dran schuld, wie ich gespielt habe oder meine Leistung. Und ich habe gesagt, ja, ich habe meiner Familie viele Gespräche geführt, mit meiner Frau, meinen Freunden. Und ich wollte einfach Gas geben. Ich wollte mich beweisen. Ich wollte jedem zeigen, dass ich noch guter Spieler bin und dass ich was kann. Und ich glaube, dass mir in den letzten 6 Monaten gut gelungen, und aber es waren jetzt auch nur 6 Monate, jetzt fängt es wieder bei Null an. Ich will, das ist meine Messlatte, sogar wenn es geht, besser will ich spielen, und ich werde hart dafür arbeiten. Wir haben gestern mit Julian Brandt und Gregor Kobel natürlich auch über das Thema gesprochen, Hierarchie, Führung. Die haben beide gesagt, dass die Gruppe intern, die führt, relativ groß ist. Wenn man euch beim Training sieht, Stimmung ist gut. Glaubst du, dass diese Enttäuschung, die ihr am 34. Spieltag erlebt hat, auch das, was nach dem Abpfiff dann passiert ist, euch als Gruppe nochmal enger zusammengeführt hat? Das wird man sehen. Ich glaube, es ist schwer zu beantworten. Und klar, die Enttäuschung war groß. Und wie ich auch gerade gesagt habe, es kann eine Motivation sein, und ich glaube, keiner will das nochmal spüren. Wir waren so kurz davor, und am Ende hat es nicht gereicht, und da waren wir selber dran schuld, und wir wollen wieder angreifen, wir fangen aber wieder bei Null an, und wenn jetzt hier gut arbeiten, dann in Deutschland noch die Woche gut arbeiten, und dann geht's schon los. Ja, hi, meinst du, die Kapitänsbinde um den Arm erhöht auch nochmal deinen Stellenwert in der Nationalmannschaft und bringt dich auch da in der Hierarchie noch weiter nach oben? Nee, das glaube ich nicht. Weil du dich vorher schon auch als Führungsspieler in der Nationalmannschaft gesehen hast? Ja, wie der Edin auch vorher gesagt hat, es hat sich auch in der Nationalmannschaft einiges geändert für mich persönlich. Im März war das für mich persönlich ein super Lehrgang. Ich habe da gegen Belgien ein gutes Spiel gemacht, und jetzt im Juni habe ich viel Spielzeit bekommen, was in der Vergangenheit nicht immer so war bei der Nationalmannschaft. Und ich weiß von den Gesprächen von Hansi Flick, dass er mit mir zufrieden ist. Aber ich glaube jetzt nicht, weil ich hier bei Borussia Dortmund die Binde trage, dass irgendwie mein Stellenwert bei der Nationalmannschaft anders sein wird. Wir hätten noch Zeit für eine abschließende Frage. Ach so, ja. Wenn möglich, gerne zum Spiel. Okay. Ja, Patrick. Spiel?
Bier? Ja, sonst mach zwei Fragen, wenn das dann einfacher ist. Okay, ich frag dann mal zum Spiel. Ganz konkret, Marcel Sabitzer hat heute individuell trainiert nach dem langen Flug gestern. Ist der morgen schon eine Option, weil du gerade sagtest, dass grundsätzlich alle Feldspieler, die ihr dabei habt, in Frage kommen? Ja, Marcel wird gleich schon mit uns wieder auf dem Trainingsplatz stehen, wird dann die ersten Teile mitmachen, dann werden wir gucken, wie er sich fühlt. Es geht halt einfach darum, dass er jetzt diesen einen Tag versäumt hat, sich auch an die Zeitumstellung zu gewöhnen, und deshalb werden wir jetzt da einfach gucken, wie er sich gleich nach dem Training fühlt, und dann werden wir das dann morgen früh nach dem abschließenden Training dann entscheiden, wie weit das dann reicht. Aber so grundsätzlich macht er einen guten Eindruck. Er hat auch schon bei den Bayern angefangen zu trainieren, hat letzte Woche ja auch schon im Testspiel dann gespielt. Also da sind wir guter Dinge, aber müssen dann entscheiden, ob es dann jetzt schon für morgen oder für Sonntag für das zweite Spiel dann erst in Frage kommt. Servus, hi, grüß euch. Ich habe auch noch mal eine Frage zu Sebastian Haller, der auch Teil des Teamrats ist. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen schildern, auch was er dem Team, der Mannschaft gibt, natürlich auch abseits von seinen großen Qualitäten, und er ist ja auch irgendwie wie so ein heimlicher Neuzugang, der fit wirkt, der überraschende Werte auch hat. Kannst du es vielleicht ausführen und vielleicht ganz kurz noch Zeit nachzudenken, Emre, was muss am Freitag von dir passieren als Kapitän neben dem Platz? Reicht das da mit einem Ründchen oder muss man ein bisschen mehr zum Einstand machen? Ja, also ich bleib dabei, das ist jetzt fast ein Jahr her, dass wir diese schreckliche Nachricht bekommen haben, und dann sieht man halt einfach, wie viel passiert ist innerhalb der letzten 12 Monate, und wenn man sich jetzt besonders die Rückrunde anguckt, weiß man nicht nur um den Stellenwert auf dem Platz, sondern auch wie wichtig Sepp Haller für uns neben dem Platz ist. Er ist einer der erfahrenen Spieler, der sowohl in der Bundesliga als auch im Ausland viele Tore erzielt hat, und er macht uns einfach besser. Er macht die Spieler um sich herum besser. Es geht nicht nur darum, dass er mit wichtigen Toren für uns sorgt, dass wir Spiele gewinnen, sondern wenn man halt auch einfach sieht, wie viele Jungs dann in der Rückrunde einen Leistungsschub bekommen haben, glaube ich, hängt das sehr viel auch damit zusammen, dass Sepp Haller dann regelmäßig mit uns auf dem Platz stand. Da meine ich besonders natürlich dann die Offensivabteilung. Wir haben sehr lange darüber im November gesprochen, wie wenig Tore wir erzielt haben aus den offensiven Positionen. Und da war nahezu nur Julian Brandt und Youssoufa Moukoko, die da auf einem guten Weg waren. Und jetzt in der Rückrunde konnten wir die Torquote von so vielen Spielern erhöhen. Und das ist einer der großen Faktoren dafür, ist definitiv Sepp Haller. Ich glaube, es wird nicht mit Freitag reichen. aber Gregor Kobel kam schon auf mich zu. Er hat schon gefragt, ob wir was machen wollen, und wir werden auf jeden Fall in Deutschland, wenn wir zurück sind, was organisieren, sei es ein Essen oder mal schauen. Lass uns da auf jeden Fall was einfallen. Dann eine allerletzte Frage noch von Felix. Ja, Emre, auch an dich zum Thema Kapitän. Es ist eine Aufgabe, die sehr, sehr viel Ehre mit sich bringt, aber auch viele Aufgaben, und du bist auch dann schon Teil in einer Linie mit berühmten Vorgängern. Wiegt das Trikot jetzt schon ein bisschen mehr eigentlich für dich dann, wenn man auch auf den Trainingsplatz geht, oder das BVB-T-Shirt, oder fühlst du das gar nicht, dass du da auch in so einer Reihe stehst? Mein Ziel ist, dass es immer noch gleich wiegt, das Trikot, und ja, ich werde einfach so versuchen, so gelassen in die Saison zu gehen, wie ich auch davor war. Und es wird für mich persönlich sich nicht viel verändern, auch wenn ich jetzt andere Aufgaben vielleicht habe. Wie ich auch vorher gesagt habe, ist eine extrem große Ehre für mich. Aber ich werde einfach versuchen, der Emre zu sein, der ich auch in den letzten Jahren war oder der ich schon immer war. Und versuchen, die Mannschaft zu führen, und da war es mir eigentlich nie wichtig, ob ich die Binde getragen habe oder nicht. Und jetzt trage ich die Binde. Und unheimlich stolz, glücklich und froh, dass ich jetzt die Binde von so einem großen Club tragen darf. Ja, vielen Dank für euer Kommen. Thanks for having us, guys. See you tomorrow at the game. Dankeschön. Thank you.